Herzlich willkommen zum heutigen Mrs. Greenery Kaffee. Wie schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr braucht auf jeden Fall eine Tasse Kaffee oder Tasse Tee. Wenn ihr keine habt, drückt ganz kurz die Start. Nee, nicht die Pause. Drückt ganz kurz die Pause-Taste und kommt dann wieder zurück. Denn gemeinsam Kaffee trinken macht doch am meisten Spaß. Aber ich muss euch sagen, ich habe heute leider keine Tasse Kaffee dabei. Denn ich wollte mir nicht einfach eine leere Tasse hinstellen und so tun, als ob. Ich habe nämlich gerade vorher ein Stück Kuchen gegessen und musste dazu eine Tasse Kaffee trinken. Und einen zweiten Kaffee schaffe ich jetzt gerade nicht. Also seht mir nach, dass ich heute keinen Kaffee trinke. Aber ich habe euch auch ganz viel zu zeigen. Von dem her hätte ich wahrscheinlich eh keine Zeit. Ihr genießt euren Tee oder Kaffee oder heiße Schokolade und ich unterhalte euch ein bisschen. Viele von euch... die Inka kommt heute mal wieder. Die ist momentan echt bei jedem Video dabei. Unglaublich. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid kreativ. Habt ihr schon die Weihnachtsdeko abdekoriert? Ich habe jetzt endlich alles weg. Ging etwas länger als gedacht. Das lag aber auch daran, dass ich fast bis zum 10. Januar unterwegs war. Und danach ging dann gleich der Arbeitstrubel los nach dem Urlaub und dementsprechend war viel los und ich hatte noch keine Zeit, aber jetzt ist alles weg. Und jetzt kehrt hier die Frühlingsdeko aka Winterdeko ein, also ich sag mal winterliche Frühlingsdeko. Und ich möchte euch heute ein paar Deko-Inspirationen zeigen. Die liebe Inka hilft ganz fleißig mit. Und ihr habt euch nämlich was gewünscht. Einige von euch haben mich angeschrieben, Ines, kannst du nicht eine Deko fürs antike Holztablett zeigen? Klaro, kann ich. Ich habe mir auch was ganz Schönes überlegt. Ich habe nämlich wunderbare neue Trockenblumenkränze reinbekommen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber die passen perfekt aufs antike Holztablett. Für alle, die nicht wissen, was das antike Holztablett ist, es ist so neben der antiken Holzschale so eines der Bestseller, würde ich sagen, im Mrs. Greenery Shop. Das Holztablett gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Schalen übrigens auch, also ich schicke euch da gerne auch vorab Bilder zu, wenn ihr sie bestellt, da sie wirklich komplett unterschiedlich sind. Ihr werdet es gleich sehen. Aber ihr dürft euch natürlich auch überraschen lassen. Übrigens, mir fällt gerade ein, das ist der erste Mrs. Greenery Kaffee in diesem Jahr. Also ich würde mal sagen, Inka, umso schöner, dass du auch dabei bist. Und ja, lasst uns aufs neue Jahr nochmal anstoßen. Aber ich glaube, das haben wir schon, gell? Ja, aber gilt noch. Ende Januar. Also, jetzt machen wir aber weiter. So, die antiken Holztablets. Schaut mal, das ist eins. Das hat jetzt zum Beispiel einen etwas höheren Rand, geht aber immer noch als Tablett durch. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel ein ganz flaches mitgebracht. Die unterscheiden sich einmal im Holz, in der Form, an der Maserung, aber auch an den Griffen. Das sind wirklich alles absolute Unikate. Also keins ist wie das andere. Ich habe auch so etwas rustikalere mit einem richtig dicken Boden zum Beispiel. Das wiegt, ich glaube, dreimal so viel wie dieses hier. Schaut euch mal diese Schönheit an. Also wirklich wunderschön. Und ihr bekommt fürs antike Holztablett, aber auch für die antike Holzschale immer saisonale Deko von mir. Sprich, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter zeige ich euch Deko-Ideen dazu. Heute mal eine schnelle, die ihr sofort umsetzen könnt. Eine Frühlingsdeko-Idee kommt dann auch noch auf jeden Fall. Aber ich wollte euch jetzt heute einfach mal die Idee mit dem Kranz zeigen. Inka, magst du jetzt auch noch hoch mit dabei sein? Ha? Meinst du, das klappt? Aber nicht, dass du wieder die ganze Zeit vor der Kamera rumstiefelst. Dann sehen wir doch nichts. Dann sehen wir doch nichts. Also Inka wird doch so richtig zur Rampensau, oder? In den letzten beiden Videos war sie, nee, nicht in beiden, aber in einem war sie auch schon mit dabei. Also die heutige Deko ist so einfach, da müsst ihr wirklich fast gar nichts können. Ihr habt einfach nur die richtigen Produkte zu Hause und schon geht's los. In dem Fall das antike Holztablett. Und ich habe heute auch extra drei so unterschiedliche Tabletts mitgebracht, damit ich euch zeigen kann, dass die Deko bei allen drei Tablets funktioniert. Ach, was ich jetzt auch noch sagen wollte, da kann ich ja schon mal ein bisschen fortgießen, damit ihr da Bescheid wisst und es euch in den Kalender eintragen könnt. Passend zum Outfit auch ein bisschen heute. Und zwar, ja, seit ein paar Tagen ist es fix. Ich werde dieses Jahr, oder besser gesagt, was heißt dieses Jahr? Ich muss gerade mal rechnen. Ich werde in 3 Monaten auf der Gartenmesse in Stuttgart sein und dort einen Stand haben und gemeinsam mit euch Kränze binden.
Ich wollte es euch schon mal anteasern. Merkt euch den Termin auf jeden Fall vor. Er ist an dem Wochenende nach Ostern. Ich verlinke euch auch unten mal den Termin und alle weiteren Infos bekommt ihr auf jeden Fall noch von mir. Ich habe gedacht, ich sage es euch schon mal, dann könnt ihr euch den Termin dick in den Kalender eintragen und ich freue mich schon riesig, euch persönlich kennenzulernen. Es wird auch noch eine kleine Verlosung geben. Ich werde auch noch ein paar Freikarten an euch weiterleiten. Also da kommt noch einiges auf euch zu. Und jetzt machen wir auch mit der Deko weiter. Inka, ich würde sagen, du machst jetzt mal ein bisschen Platz, oder? Komm, du machst jetzt mal ein bisschen Platz, dann können wir hier dekorieren. Es war zwar echt schön mit dir, aber jetzt reicht's, gell? Wir schmusen nachher noch ein bisschen auf dem Sofa. Ja. Hört ihr schnurren? So Spaß macht ihr die Deko. Also ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem flachsten Tablett. Mit dem flachesten Tablett. Und mein heutiges Deko-Highlight ist, wie gesagt, ein neuer Kranz, der jetzt auch ganz frisch online gegangen ist und an dem ihr jahrzehntelang eure Freude habt. Er bröselt zwar ein kleines bisschen, aber das ist nicht schlimm, da ist so viel Material dran. Es wird euch nicht auffallen. Schaut mal, das ist ein Lepidium-Kranz und der ist grün eingefärbt. Und der passt einfach fantastisch aufs antike Holztablett. Lustigerweise bin ich durch eine Kundin draufgekommen, die war letzte Woche bei mir im Shop und sie wollte dann auch noch eine frische Deko fürs antike Holztablett mitnehmen und dann habe ich gesagt, wie wäre es nochmal mit einem Kranz und haben wir so die Kränze durchgeschaut und dann haben wir bemerkt, dass dieser neue Kranz einfach absolut fantastisch auf dem antiken Holztablett aussieht und es ist egal, ob ihr eine flachere Version habt oder eine etwas bauchigere. Das möchte ich euch jetzt auch gerade mal so vorführen. Schaut mal, da liegt er dann eher oben auf, bekommt ein bisschen mehr Dreidimensionalität. Moment. Oder ob ihr sowas echt robustes, rustikales, großes habt. Also egal, welche Ausführung ihr habt, der Kranz sieht immer absolut fantastisch aus. Vom Durchmesser her ist es der ein bisschen größer, der Kranz liegt drin. Bei diesem Tablett liegt er oben auf, aber ihr habt es gesehen, es sieht wirklich immer richtig, richtig gut aus. Und jetzt möchte ich euch heute zwei Deko-Ideen zeigen. Einmal für alle, die sagen, ach, nee, drei sogar, genau, für alle drei Deko-Ideen. Einmal eine Winterdeko, momentan, also jetzt momentan schneit es wieder, wenn ich jetzt zum Fenster rausgucke. Eine Winterdeko, dann eine frische Deko mit Frühlingsblühen und dann noch eine Deko, die schon ein bisschen Richtung Ostern geht. Ihr wisst ja, ich bin schon im Osterfieber, deshalb möchte ich euch auch noch unbedingt eine Deko zeigen zum Thema Ostern. Welches Tablett nehmen wir? Ich habe gesagt, ich lasse gerade das. Aber ihr könnt natürlich meine Ideen mit allen drei Tablets umsetzen. So. Die erste Deko-Idee ist, was mir da fehlt, ist ein Glas. Ich habe so auf die Schnelle kein passendes gefunden, aber das habt ihr sicherlich zu Hause. Ihr nehmt einfach eine tolle, schöne Kerze und setzt die in die Mitte rein. Und fertig ist die Deko. Das sieht absolut schön aus. Da braucht es gar nicht mehr, einfach weil das Tablett und der Kranz schon so besonders ist. Da habt ihr ein richtig, richtig schönes Arrangement. Das wäre die erste Deko-Idee. Denkt aber dran, ein Glas mit reinzustellen, damit nichts passiert oder eben künstliche Kerzen. Dann die zweite Deko-Idee ist mit Frühlingsblühen. Ich wollte noch welche besorgen, die schon ein bisschen größer sind, damit es besser sieht. Aber ich habe leider nichts gefunden. Ich muss gerade mal gucken, die Christrose, ja, da ist der Topf ein bisschen zu groß, die nehmen wir nicht. Müssen wir auch mal gucken, das ist der gleiche Topf. Das ist fast ein bisschen zu klein, die Bridal Crown, genau. Also ihr müsst auf jeden Fall unten einen Topf reinsetzen, der wasserdicht ist. Und dann setzt ihr eure Frühlingsblühe rein. Und den Rand, den kaschiert ihr einfach mit ein paar Flechten oder mit ein bisschen Islandmoos. Ich muss gerade mal gucken, was ich da habe. Ich glaube momentan nur Flechten, wenn ich es richtig sehe. Was natürlich auch geht, Eier oder Federn, aber ich habe ja gesagt, nur eine Osterdeko. Ja, schaut mal, ihr könnt einfach so ein paar Flechten über den Rand legen. Ihr müsst aber die Frühlingsblühe auch unbedingt in einen wasserfesten Topf setzen, damit das antike Holztablett nicht nass wird.
Und was ich euch aber zeigen wollte, und das hätte besser ausgesehen, wenn die Frühlingsblüher schon geblüht hätten, aber egal. Ich habe nämlich ein kleines Töpfchen gefunden und da passen die Narzissen richtig, richtig gut rein. So, müssen wir mal gucken, dass der Topf auch einigermaßen gerade steht. Dann, ich gucke gerade hier rüber, denn ich wollte eigentlich noch ein bisschen Moos mitbringen. Wartet mal schnell, ich bin sofort wieder da. Da bin ich wieder mit meinem Mooskistchen. Genau, ich habe hier so ein dunkelgrünes Islandmoos und das würde ich jetzt über den Rand legen, damit man einfach das Töpfchen nicht mehr so sieht. Wer jetzt vielleicht sagt, ach, ich hätte es gerade doch noch ein bisschen winterlicher, der kann auch so weißes Islandmoos nehmen und das oben um den Rand setzen. Und was natürlich auch geht, die Flechten würden auch ganz gut funktionieren. Also guckt einfach mal, was ihr an Naturmaterial übrig habt oder zu Hause habt. Ich tendiere ja eher zu den Eiern, aber ich bin ja auch schon im Osterfieber. Oder ihr nehmt ganz normales grünes Moos. Das ist natürlich die leichteste Alternative. Ich habe da gerade hier unten noch ein bisschen was Frisches. Schaut mal, das ist jetzt frisches Moos. Und wenn ihr das so ein bisschen auseinanderzieht, dann könnt ihr das ganz, ganz wunderbar hier oben drauf legen und dann euer Arrangement damit bedecken. Und schon habt ihr eine echt besondere Deko, die man nicht alle Tage sieht. Und die einfach was hermacht. Die ist besonders. Und ihr braucht dafür gar keine Fertigkeiten. Ihr braucht nur die richtigen Materialien und das Ding läuft. Das ist Mrs. Greenery Deko. Auch Deko mit Mehrwert. Ihr könnt eure Produkte immer wieder neu einsetzen. Das ist mir einfach wichtig. Also jetzt haben wir dekoriert. Einmal die Kerzenidee hatten wir. Dann die Frühlingsblüher in der Mitte mit verschiedenen Ausstaffierungen. Und ja, ich würde sagen, jetzt wird schon ein bisschen österlich. Aber das muss sein. Da kommt das gerade nicht anders drum rum bei mir. Wartet mal, das brauche ich noch. Und zwar, ich habe einmal ein Holzei mitgebracht. Ihr braucht ein bisschen was zum Ausstopfen, je nachdem, was ihr für eine Eiergröße reinsetzt. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob das vielleicht reicht. Ah, das reicht nicht ganz. Bräuchte mal ein bisschen mehr Volumen. Genau. Also ihr könnt einfach ganz schlicht ein Holzei reinsetzen, guckt, dass es gut steht und schon habt ihr eine schöne, schlichte, aber doch besondere Deko. Meine zweite Idee ist der Klassiker, ihr kennt es noch von letztem Jahr, das Straußenei. Das ist natürlich prädestiniert, oder? Also besser geht's nicht. Und wer jetzt sagt, ach, ich hätte gern schon ein bisschen mehr Osterdeko, dem empfehle ich noch Wachteleier. Die Wachteleier, die könnt ihr nämlich so gut zwischen das Lepidium stecken. Es ist ja schon auch ein bisschen borstig und die halten euch dann. Also ihr braucht da keinen Kleber. Es sei denn, ihr wollt den Kranz aufhängen, dann würde ich es euch empfehlen, reinzukleben mit Floralkleber oder mit dem Heißkleber. Aber ansonsten steckt ihr die kleinen Eier einfach so ganz locker rein. Und ich denke, vielleicht guckt ihr auch gerade das Video und ihr seid schon in der Osterzeit, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal eine schöne Inspiration, die ihr vielleicht auch sofort umsetzen könnt. Funktioniert eventuell auch bei anderen Kränzen, ihr müsst einfach mal ausprobieren. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Klebetyp, ich verwende unseren Floralkleber und Heißkleber. Deshalb gucke ich, dass ich meine Dekos echt immer so mache und aufbaue, dass sie ohne Kleber funktionieren. Denn ich stehe ja auch für Nachhaltigkeit und viele Sachen, die man dann irgendwo reinklebt, die kann man dann später nicht mehr anders verwenden und das ist mir dann wirklich immer zu schade. Und deshalb konzipiere ich meine Dekos meistens so, dass man sie nicht kleben muss. Ach, ich sag's euch, das macht schon wieder so Spaß. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich diese Art von Deko liebe. Also guckt ein bisschen drauf, macht nicht zu viel Eier, aber auch nicht zu wenig. Also guckt, dass ihr so eine gute Mischung findet. Sieht das nicht absolut fantastisch aus? Das sind die Kleinigkeiten, die es einfach ausmachen. Und darauf lege ich auch Wert bei meinen Produkten im Shop, dass einfach alles stimmig ist. Also egal, was ihr kauft, man muss es zusammen dekorieren können.
denn die Deko macht dann echt am meisten Spaß. Wer möchte, könnte jetzt noch ein paar Pornhundfedern mit dazu tun. Schaut mal, das kann ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Bringt dann auch noch mal so ein bisschen Leichtigkeit und Fluffigkeit rein. Das sieht echt auch nett aus. Vielleicht gerade immer so in Verbindung mit einem Wachtelei. Also da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Und wer dann sagt, ach, ein paar Häschen wären doch auch nicht schlecht. Tada! Ich habe heute alles dabei. Es geht halt doch nicht ohne Ostern, gell? Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich dieses Jahr ganz stark auf Holz, auf natürliche Holz-Osterhasen und auf Federkränze sie hinten sitze. Und die ersten Osterhäschen sind eingetroffen. Die sind ein bisschen verspielter mit der schönen Halskette. Da hängt ein Metallei unten dran. Aber alle, die dann noch so eintreffen in den nächsten Wochen, Tagen, die sind wirklich naturpur, richtig tolle Naturholzhasen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, was will man mehr? Es ist doch, ich finde es einfach perfekt. Das ist meine Art zu dekorieren und ich hoffe, ich kann euch diese Liebe auch ein bisschen weitergeben. Ja, jetzt sage ich danke, dass ihr heute wieder so fleißig mit dabei wart, dass wir zusammen eine Tasse Kaffee getrunken haben, dass wir eine gute Zeit hatten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und morgt euch auf jeden Fall schon mal die Gartenmesse in Stuttgart vor. Ich möchte unbedingt, dass er kommt. Es lohnt sich, da können wir endlich mal gemeinsam Mooskranz binden. Genau, das ist mein Projekt, das ist mal so angedacht. Vielleicht ändert sich noch was, aber ich kann es euch ja schon mal verraten. Wir wollen Mooskränze binden und die wir dann individuell ausdekorieren. Ihr könnt den Mooskranz aber auch einfach nur so mitnehmen, aber ihr könnt ihn auch ganz, ganz toll mit frischen Blumen oder mit Trockenblumen ausdekorieren. Also so viel schon mal vorab als Teaser. Ich freue mich jetzt schon auf euch. Und jetzt würde ich sagen, bis dorthin sind wir noch kreativ jede Woche. Ich versorge euch mit tollen Inspirationen, mit kleinen, einfachen, manchmal aber auch großen Deko-Ideen. Aber was ich euch immer verspreche, dass ihr es umsetzen könnt, egal ob Anfänger oder nicht. Dafür stehe ich. Ja, und wie immer bleibt mir jetzt zu sagen, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Greenery. Und was ich jetzt vergessen habe, abonnieren, Daumen hoch und Glocke aktivieren. Danke, ihr Lieben. Danke, danke, danke.